Kryptowährungen und Steuern. Wie funktioniert's? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Willst du rund ums Thema Steuern, Finanzen und Versicherung up-to-date sein, dann empfehle ich dir wärmstens, den Kanal zu abonnieren und du hörst immer Notification, wenn wir ein neues Thema released haben. Heute geht es um das Thema Steuern und Kryptos. Viele von euch haben Kryptos, viele von euch wollen Kryptos kaufen. Spätestens, wenn dann die Steuererklärung ins Haus flattert, bestehen sehr starke Unsicherheiten. Hä? Muss ich es angeben? Und wenn ja, wie? Mit diesem Video wollen wir euch einen kurzen Überblick geben, ohne ins Detail zu gehen. Fangen wir vielleicht mal an mit den zwei Steuerarten in deiner privaten Steuererklärung. Einerseits Einkommensteuer, andererseits Vermögenssteuer. Einkommensteuer ist im Grundsatz das, was du arbeitest, also dein Lohnausweis von deinem Beruf, den du dort eingibst. Dort runter fallen Kryptos nicht. Kryptos sind ganz klar im Vermögen anzusiedeln. Wichtig für dich vielleicht in diesem Thema auch noch, dass logischerweise Kapitalgewinne, also wenn du jetzt mit Kryptos gewinnst, du musst sie deklarieren im Privatvermögen, sind aber steuerfrei. Aber du musst natürlich dann sagen, wie viele Kryptos das du im Vermögen im Bestand hast, per 31.12. logischerweise. Ich rede jetzt hier wirklich von einer sogenannten Privatperson, die Kryptos hat. Wenn du natürlich dann entsprechend, sage ich jetzt einmal, gewerblich Kryptos tradest, Daytrading betreibst, das wirklich ein elementarer Bestandteil auch ist, dann ist das eine andere Handhabung. Hier geht es wirklich um den Private Consumer, der das unregelmäßig bis regelmäßig macht. Wichtig auch noch, wenn du jetzt aber Kryptos schürfen würdest, das unterliegt der Einkommensteuer aus dem einfachen Grund, weil es ja noch entsprechend eine Tätigkeit. Voilà. Also, wichtig, Thema Vermögensteuer haben wir gesagt, dort anzusiedeln. In der Regel ist es so, dass natürlich du beim Vermögen erst je nach Kanton bis 100.000 Vermögen eine Vermögensteuer zahlen musst. Also das heißt, wenn deine Kryptos unter 100.000 sind, no worries, einfach schön deklarieren. Den Wert, Zukäufe und Abkäufe wäre noch wichtig. Und dann per 31.12., was ist der Bestand? Und dann ist das eigentlich safe grundsätzlich gemacht. Voilà. Wie deklarierst du das am einfachsten? Im Prinzip ist das zu deklarieren genau dasselbe am selben Ort wie dein Bankkonto beispielsweise oder Postkonto unter dem Segment Wertschriften. Das Bundesamt, und da muss ich jetzt schnell spicken, für Steuern gibt grundsätzlich dann die eigene Steuerverwaltung, genau, gibt dann eigentlich auch einen Durchschnittswert heraus, den man abrufen kann auf deren Webseite für die entsprechende Kryptowährung, sei es Bitcoin, Ethereum oder whatever grundsätzlich. Also, ich fasse zusammen grundsätzlich die Gewinne aus der privaten Kryptos. Sind nicht steuerpflichtig. Grundsätzlich einfach, wenn du wirklich damit arbeitest, dann ist das gewerblich, dann ist das eine andere Ausgangslage und die Kryptoguthaben sind vermögenssteuerpflichtig, müssen also deklariert werden, aber es besteht je nach Konton eine Freigrenze. Wenn du es nicht machst, als letzter Punkt, richtig grundsätzlich droht einfach eine Buße, respektive kann das als Steuerhinterziehung ausgelegt werden, weil es ist wirklich ein Asset, ein Vermögen, die du gleichzusetzen wie eine Aktie, ein Bankkonto, Liegenschaft. So, bist du dir immer noch unsicher, dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir haben Erfahrung mit Steuererklärung und Kryptos und können dir da sehr gerne helfen. Am besten buchst du dir dann hier oder hier entsprechend einen kurzen Termin, schaust es mit uns an und wir machen das sehr gerne. Wenn du noch Fragen hast, komm auf uns zu. Sonst würde es mich freuen, dich bei uns zu begrüßen zu dürfen. Sei easyinsurance.ch. Bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide Christian. Ciao.